Herr Julien, RTL, Sie haben gesagt, dass Sie eine gebrauchbare Audiodatei gefunden haben. Sind die Dateien denn bis zum Unfall aufgezeigt? Ja, das ist der Fall. Das heißt, wir können zumindest an dem Unfall mithilfe dieser Datei arbeiten. Sprechen da die Piloten miteinander? Ich habe keine Informationen im Moment. Wir werden eine Analyse mit Timing machen dieser Datei und wir haben eine Audiodatei extrahiert, die die normale Länge hat und zu diesem Flug gehört und die auch nützlich ist. Okay, wie viel Zeit brauchen Sie, um eine komplette Analyse der Datei durchführen zu können? Das ist schwer zu sagen in diesem Stadium. Und die Analyse muss mit den Flugparametern koordiniert werden, die wir noch nicht haben. Ich hoffe, wir bekommen sie bald. Einerseits ist es eine Arbeit, bei der es darum geht, Stimmen zuzuordnen, Töne zu verstehen. Das ist, dauert normalerweise einige Tage und eine ungefähre Auslegung, aber wir versuchen damit auch eine Transkription zusammenzubringen, damit wir all das herauslesen können, was möglich ist. Und das dauert normalerweise mehrere Wochen oder Monate. Und sind das deutsche Stimmen? Kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Es wurde gesagt, dass der zweite Flugschreiber gefunden wurde, aber in mehrere Teile zerberstet ist. Ist er verwertbar oder nicht? Diese Gerüchte sind überhaupt nicht bestätigt. Wir haben den zweiten Flugschreiber nicht gefunden. Wir haben keine zerborstenen Teile des Flugschreibers gefunden. Wir haben keine Kenntnis von deformierten Schreibern. Aber ich kann nicht sagen, dass ein beschädigter Flugschreiber gefunden wurde. Bei allen Flugunglücken gibt es große Emotionen, die hervorgerufen wird. Und wir wissen, dass wir in diesem Zusammenhang arbeiten müssen. Die Arbeit der BEA ist eine technische Arbeit, aber sie ist unabhängig und wir wissen, dass wir uns die Zeit nehmen werden, die wir brauchen, um zu verstehen und zu erklären, was passiert ist, und zwar mit der Unabhängigkeit, die uns gebührt. Und übereilte Reaktionen werden wir alle nicht zeigen.